Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 auf der Ellerbach. So, wir wollen jetzt heute erstmal die Tiere versorgen, vorzüglich natürlich die Kühe, weil die Hühner haben noch genug Futter. Und die Kühe bräuchten Stroh, Heu, das würde ich als erstes machen, da wir auch die Gabel gerade noch hier dran haben. Würde ich das als erstes machen und dann können wir dann anschließend denen Wasser geben und sauber machen. Wie gesagt, als erstes gehen wir in Richtung Heu. Stroh. Stroh, Heu. Die beiden Sachen. Wollen wir mal schauen, dass wir da was hinkriegen. Licht ist an. Da müssen wir reinfahren. Sauber machen müssen wir auch noch. Klar. Auch das kriegen wir hin. 1683 Liter sind im Ballen drin noch. Liter, okay. Ist auf jeden Fall weniger geworden, das ist perfekt. Hat es auf jeden Fall geklappt, sehr schön. Dann brauchen wir jetzt noch Heu. Schön wird es natürlich, wenn wir im Prinzip einen kompletten Ballen reinpacken können dann. Das wird dann natürlich am besten sein. Freue ich mich auch schon mega drauf. Wenn wir dann einfach einen Ballen reinschmeißen können und dann ist gut. So, jetzt die Frage, wo haben wir hier Heu? Wir haben hier so ein Durcheinander mit den Ballen, dass wir im Prinzip gar nicht wissen, wo wir was haben. Hier ist Stroh. Genau. Das ist Heu. Okay. 4000 Liter. 4000 Liter. Okay, der Ballen. Okay. Dann nehmen wir den Ballen. Dann sollte das passen. Ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt komplett reingeht, der Rest. Wir werden es mal schauen oder wir werden es sehen. Bis jetzt ist es aber so, dass die Kühe noch keine Milch geben. Geben die nur hier bei Seasons im Wintermilch oder so? Weiß das jemand? Wäre zumindest mal gut zu wissen. Okay, Ballen ist weg. Sehr schön. Dann hat es auf jeden Fall geklappt. Jetzt gucken wir mal. Ja, reicht auf jeden Fall. Reicht auf jeden Fall. Sauber machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Das heißt, wir holen uns jetzt die Schaufel. Dann machen wir nochmal schön sauber. Anschließend kriegen die Kühe nochmal Wasser. Und sollte das erstmal soweit passen. Dann hoffen wir, dass wir bis dahin Heu bekommen haben oder dass das Gras trocken ist, dass wir dann loslegen können mit dem Schwaden und Pressen des Heus oder hoffentlich Heus. Ne? So. Einmal die Gabel jetzt holen. Die Gabel, nicht die Gabel, die Schaufel meine ich natürlich. Dann machen wir mal eben schnell den Kuhstall noch sauber. Eben mein Bild an den lieben Ron schicken. Zwischenbild, damit er sich auch freut. Dass er auch weiß, ja, er spielt auf der Ellerbach. Und fährt natürlich gegen das Tor. So muss das. So muss das auf jeden Fall.
So, sauber ist auch. Jetzt nochmal eben schnell. Einmal die Schaufel weg. Frontlader weg. Und dann können wir dann ihn mal das Wasserfass holen. Wasser auffüllen. Und dann die Kühe mit Wasser versorgen. Einmal aussteigen, einmal abkoppeln. Ja, sollten wir natürlich auch senken. Sonst wird das mit dem Abkoppeln schwer. Frontlader stelle ich da hinten hin. Aber den können wir auch hier reinstellen, glaube ich. Den können wir auch hier reinstellen. Erstmal. So. Da hinten steht das Wasserfass. Mega, mega cool. Da, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir noch Wasser drin haben. Das wäre jetzt natürlich die andere Sache noch. Falls nicht, müssen wir auf jeden Fall Wasser auffüllen. Lass mich mal durch hier. Danke. Nein, Wasser ist keins mehr drin. Das heißt, wir müssen definitiv auffüllen. Ist aber nicht das Thema. Gehen wir hin. Fahren wir mal hier in den Bogen. Können wir mal hier vorbeifahren. Hier mal eben schnell auffüllen. Dann kriegen die Kühe neues Wasser. Neues Wasser für die Kühe. Wasserfass ist voll. Das heißt, wir geben den Kühen jetzt das neue Wasser. Heute ist noch keins geworden. Wir gucken jetzt gleich mal auf die Feuchtigkeit nochmal. Das was gebracht hat. Ob das weniger als 10% jetzt sind. Würde mich natürlich mal interessieren. Ich denke mal, es verläuft so genauso wie mit den Wachstumsstufen. Wenn die Wachstumsstufe durchläuft, dann wird es auch dann zu Heu werden. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen, dass das so verläuft. Wird auf jeden Fall jetzt gerade langsam hell. 6.54 Uhr haben wir. Wasser ist leer, sehr gut. Haben die jetzt Kühe jetzt genug Wasser? Wir gucken mal eben schnell. Ja, Wasser ist auf jeden Fall reichlich. Sauberkeit müsste sich gleich auch regeln. Mais-Silage, okay, das werden wir auch gleich noch machen oder später. Wenn wir einen Ballen besorgen und dann reinschmeißen. Aber aktuell sollte das erstmal so funktionieren. So, dann bringen wir das Wasserfass weg. Das passt auch sehr schön. Stellen wir hier hin. Kabel ab. Abkoppeln. Dann haben wir das erledigt. Gut. Die nächste Sache ist die Ballenpresse. Die werden wir auf jeden Fall brauchen. Ist jetzt die Frage, ob wir die ankoppeln oder... Ich schau mal eben kurz. Wir haben hier auch den Autostecker, ne? Autostecker haben wir auch. Wenn wir brauchen. Damit geht es auf jeden Fall wesentlich schneller. Ja, wir brauchen auf jeden Fall die Ballenpresse, ne?
Ich werde auf jeden Fall schon mal ankoppeln. Ja, koppeln wir schon auf jeden Fall schon mal an. Lass mich mal durch, danke. Ankoppeln. Perfekt. Dann fahren wir mal eben eine Runde. Können wir uns schon mal in die Startlöcher stellen. Mit der Beinpresse. Obwohl, so sinnig ist das jetzt gerade nicht, was ich hier versuche. Dann fahren wir lieber schon mal da hinten hin, ne? Fahren wir lieber schon mal hier hin. Stellen uns mit der Beinpresse hier hin. Ist, glaube ich, sinniger. Gut. Dann gucken wir jetzt nochmal auf die Feuchtigkeit, Leute. Wir können jetzt eigentlich fast nur abwarten, dass es trocknet. Bis jetzt ist es noch nicht der Fall. 10% Feuchtigkeit. Ich hoffe, dass es gleich trocknet. Wir können eigentlich gerade nur hoffen. Hoffen, dass es trocken wird. Aber bis jetzt leider noch nicht der Fall. Bis jetzt leider noch nicht der Fall, Leute. Wettermäßig sieht es soweit gerade gut aus. Wann soll die Temperatur steigen? 9 Uhr auf 15 Grad. Okay, ich denke mal, gegen 9 Uhr könnten wir dann auch Trockenheit hier haben. Wie sieht es mit den anderen Feldern aus? Wir gucken uns das mal an. Wir haben ja noch hier unten Raps eingesät. Sieht es aus? Haben wir... Keimung ist auf jeden Fall nicht fehlgeschlagen. Haben wir Unkraut drauf? Unkraut ist ein bisschen drauf. Ne, Unkraut ist gar nicht drauf. Doch, Unkraut ist ein bisschen drauf. Ist aber in Ordnung. Erste Wachstumsstufe. Die zwei Felder. Ne, drei Felder sind das, ne? Ja, drei Felder. Bisschen Unkraut ist drauf. Wir müssten eigentlich nochmal düngen, sehe ich gerade. Wir müssten theoretisch nochmal düngen, Leute. Das ist das, was wir jetzt im Prinzip nochmal machen könnten. In der Zeit. Das ist das, was wir definitiv noch machen könnten jetzt gerade. So. Einsteigen, Düngung. Ich würde auf jeden Fall Dings Pflegebereifung drauf machen, dass wir das auf jeden Fall haben, dass wir nicht die Frucht kaputt fahren. Dann können wir nochmal düngen. Wäre, glaube ich, angebracht. Pflegebereifung ist, glaube ich, ganz sinnig dann. Pflegebereifung ist ganz sinnig. Reparieren können wir auch direkt mal. 48 Euro. Okay, perfekt. Reifenhersteller, nein. Reifenvariante. Radgewichte, Breitreifen, Pflegebereifung. Pflegebereifung. Würde ich die nutzen. 850 kostet das. Okay. Konfigurieren. Okay. Da haben wir es auf jeden Fall drauf. Kann nicht verkehrt sein. Da holen wir uns noch den Düngestreuer.
Dann können wir direkt die drei Felder nochmal schnell düngen fahren. Dann können wir hoffen, dass das bis dahin, das Heu oder das Gras, getrocknet ist. Hoffen wir es mal. Das ist jetzt die Frage, wo der Düngestreuer ist. Der müsste hier, glaube ich, hier oben sein. Meine ich. Bin mir relativ sicher, genau. Da ist er. Da ist er. Ein Dünger sollte eigentlich ausreichen. Ich werde trotzdem nochmal auffüllen. Einfach sicherheitshalber, damit wir auf jeden Fall genug zur Verfügung haben. Und nicht nochmal extra zurückfahren müssen. Das ist, glaube ich, auch ganz sinnig. Aber das kriegen wir hin. Okay, Mineraldünger könnten wir nochmal nachholen, ne? So, Felder. Das sind die Felder hier unten. Feld 73, also das Feld hier. Das untere Feld und das Feld. Okay, dann machen wir als erstes, machen wir 123. Das heißt, nach dem Teich links rum und nach der Schrägen direkt das erste Feld, also das zweite Feld im Prinzip. Okay, kriegen wir hin. Dann fahren wir jetzt dahin. Und dann werden wir das in der nächsten Folge aber machen. Ne? Das machen wir in der nächsten Folge jetzt. Ich danke euch schon mal fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich freue mich mega drauf. Vielleicht haben wir dann in der nächsten Folge auch schon die Gewissheit, dass es hier Heu geworden ist. Ansonsten müssen wir im Prinzip nur weiter hoffen. Aber ja, werden wir sehen. In dem Sinne erstmal danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Servus. Und tschüss.